Schön, dass ihr wieder da seid zu Let's Play Mormon. Ich bin seit dem Video endlich Champion der Mormon-Liga. Yay! Und jetzt darf ich endlich in die Ruhmeshalle eintreten. Oh, wie toll. Yay, das sieht doch schon wesentlich besser aus als im Original roten und blauen. Also in der roten und blauen Pokémon-Edition. Da stand da einfach nur so ein Computer in irgendeinem Raum und so. Jo, das ist die Ruhmeshalle, unser Computer. Hat sogar Internetzugang. Ja, yeah, das ist ungefähr so, als ob ich in den Keller gehe, weil da mein alter Amiga-Computer steht und ich sage, hier, das ist meine Ruhmeshalle, ich trage dich ein. Herzlichen Glückwunsch, Nagi. Das ist die Ruhmeshalle. Alle Champions werden hier geehrt. Auch ihre Pokémon werden verzeichnet. Nagi, du hast hart gearbeitet und bist der Champion der Liga geworden. Glückwunsch, du und deine Pokémon werden gemeinsam in die Ruhmeshalle eingetragen. Ich spreche Professor euch irgendwie voll Kacke, ey, der hört sich überhaupt nicht alt an. Ist er halt hier ein bisschen jünger. Und ich trage meine 6 heißgeliebten Mormon ein. Da. Zuerst! Yami, mein Zapdos! Zuria, mein Diktri! Yua, mein Tauros! Kitsune, mein. Bäh! Yatsuba, mein Satenia! Und Noloka, mein Turtok! Naja, wieso verschwitzt sich Kitsune Vulnona zu nennen, ey? Ah, willkommen in der Ruhmeshalle. Ich liebe euch, meine Mormonen. Liga Champion, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und so kann ich wieder nach Hause gehen. Nee, ich hab verloren. Leute, wein doch nicht. Ist mit Leuten alles okay? Ja, er ist jetzt so ein bisschen traurig, ne, und heult. Ja. Na dann, wenn sonst nichts ist. Puh. Noch ist meine Reise nicht vorbei. Ich werde wieder hierher zurückkommen, wenn ihr stärker seid. Und ich auch. Und das war's. Na cool, das war's eigentlich noch nicht, aber das war's mit diesem Teil von Let's Play Mormon Blattgrün. Ist eigentlich egal, ob Feuerrot oder Blattgrün ist, beides im Prinzip das gleiche. Und ja, das Spiel ist vorbei, theoretisch. Es geht dann noch weiter auf den Sevii Islands. Und ja, bisher hat es mir sehr viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde auch weiter Mormon spielen. Wie gesagt, Mormon ist erst beendet, wenn ich die Liga ein zweites Mal. Ein zwei, blablabla, wenn ich die Liga ein zweites Mal herausgefordert habe, weil die kriegen ja irgendwann stärkere Pokémon. Und wenn ich dann nochmal Lloyd besiegt habe, dann ist erst das Let's Play vorbei. So, und dann wollte ich mich hier an dieser Stelle bei einigen ganz besonderen Leuten bedanken. Da wäre zuerst mal natürlich, yeah, das Mormon wurde zu einem richtigen Pokémon und die Farben sind Krüppel und der Sound ist weg. Jetzt sind wir wieder da. Okay, ich wollte mich bedanken zuerst bei Taxpire, meinem guten Let's Player Freund. Ohne ihn hätte ich dieses Let's Play nicht aufnehmen können. Dafür vielen Dank. Ich weiß, er guckt auch ab und zu mal rein und er schreibt mir auch ab und zu mal. Dafür danke. Als nächstes wäre da Roffelnagi15. Er schreibt mir so ziemlich in jedes meiner Videos rein und weist mich auch öfter mal auf Sachen hin, die ich vergessen habe. Dafür auch danke. Dann bedanke ich mich bei meiner Freundin Minchen. Ich hab dich ganz doll lieb, weißt du? Sie bewertet immer meine Videos und schreibt mir ab und zu auch mal Kommentare. Danke. Dann, oh, Bisaflor wird Krüppel. Dann eine Person, bei der ich mich auch bedanken möchte, ist Frogoggi. Er spielt auch Pokémon. Er spielt die gelbe Edition im Moment noch. Weiß ich, vielleicht spielt er ja, wenn ich dieses Video hochlade, schon längst was anderes. Also er hat mich auch schon zweimal in seinen Let's Plays erwähnt. Dafür vielen Dank. Also schaut euch auch mal seine Videos an. Dann bedanke ich mich bei TheRox32. Er schaut auch meine Videos, hat mir auch ab und zu mal geschrieben. Danke dafür. Dann so ziemlich die erste Person, die meine Let's Plays geguckt hat, TheScore. Ein Fan von Scooter, wie ich das sehe. Ja, ich mochte Scooter auch mal. Einige Lieder finde ich immer noch toll. Du schaust mit zu, danke. Und dann noch Felix Tim 33. Hat mir in letzter Zeit nicht so oft geschrieben, aber ich weiß, dass er mir zuguckt. Und Turtok wird Krüppel. Boah, wie schade. Ja, das wären dann alle Leute, bei denen ich mich bedanken würde. Vielleicht habe ich wen vergessen. Sollte ich jemanden vergessen haben, also sollte irgendeiner von euch meinen, ich hätte ihn erwähnen sollen, dann schreibt mir das. Wenn ich dann nochmal den Abspann hier sehen sollte, dann werdet ihr natürlich erwähnt. Ach Leute, sei nicht angefressen. Es gibt ein Rematch. Da. Oh, ich liebe diese Abspannmusik, die ist einfach genial. Und ich verbinde mit diesem Spiel so viele nostalgische Gefühle.
Also als ich die Feuerrote Blattgrüne Edition damals gespielt habe, als sie neu rauskam, das war so, als würde ich, als wäre ich 5 oder 6 Jahre in die Vergangenheit zurückgesetzt gewesen. Da, 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 da. Tja, und wenn ihr dieses Let's Play geguckt habt und selber nicht Pokémon spielt, dann wo wartet ihr? Legt euch ein Pokémon-Spiel zu! Holt euch Pokémon Herzgold, 10 Silber! Da könnt ihr nichts mit falsch machen. Bestes Pokémon-Spiel überhaupt. Wohl, ich weiß noch nicht. Kann es gegen das Original anstinken? Naja, holt es euch einfach. Es ist dafür auch nicht schlechter. Ja, besonderen Dank an alle, die das Spiel gemacht haben. Alle, die dieses wunderbare Spiel fabriziert haben. Das Ende. Nein, es ist noch nicht das Ende. Wir sehen uns wieder auf den Civi Islands. Und jetzt müsste, glaube ich, eine Musik kommen, oder? Nee? War es in einem anderen Spiel? Okay, dann kommt hier nichts mehr. Dann. Wow, Intro. Intro Time. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Jo, wie ist das wohl, wenn man ein frisch gebackener Champion ist? Wie jetzt? Wie jetzt? Oh ne, doch, es funktioniert. Oh. Ah, Nagi, du bist zurück. Wie läuft's mit deinem Pokédex? Darf ich ihn mir ansehen? Lass mal sehen. Du hast 25 Pokémon gefangen. Hm, du scheinst wirklich viel Arbeit da reinzustecken. Wenn du mehr Pokémon gefangen hast, zeig ihn mir bitte. Mach ich. Jo, bin ich jetzt noch Champion? Oder... Das wirkt irgendwie so, als wäre das... Da stand die Spieldaten im Endeffekt. Das macht mir jetzt natürlich ein bisschen Sorgen. Kann aber eigentlich nicht sein, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Naja, check, ob die Ruhmeshalle da ist. Das Soundkreb wird mir weg. Was bloß mit dem Ding los? Ach. Die Ruhmeshalle ist da. Okay, ich bin wieder in Vitania City. Ja, das wär's dann erstmal für dieses Video. Ich werde mich demnächst zu den Civi Islands hin begnügen. Ich war ja schon mal da, habe einen kleinen Besuch abgestattet. Aber da gibt's dann noch viel, 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 viel mehr zu sehen. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Bis dann.